Und damit herzlich willkommen zurück auf 99 Damage mit mir bei den Knochen und dem Venom zur Fnatic Fragout League, zu unserem zweiten Viertelfinalspiel. Und bevor wir hier live gehen, schauen wir auch nochmal ganz schnell über die Tipps drüber, bevor wir hier in-game gehen. Ja, also, Virtus Pro tippen 37,14% auf LDLC 62,86%. Ja, und auch hier drei Maps am Start. Zuerst Nuke, dann Inferno, dann Mirage. Und damit gehen wir in-game und lassen uns überraschen. Wir warten auf den Start der Knife Round. Und die sollte nicht mehr lange dauern. LDLC zuletzt, wie immer, großartig gespielt auf Nuke, aber auch auf Inferno. Also lassen wir uns überraschen. Mapvote hier auf Nuke von LDLC und damit geht es in die Knife Round. Ich muss gerade sagen, vor allem McKinney ist ja außen auch richtig sick immer mit der AWP gespielt hat. Absolut. Also LDLC auf Nuke ist eigentlich immer ein Fest. Ja, definitiv. Und dann gegen Virtus Pro, die hier auch mit Ave, Guardian, Fox, Dozier, alle ganz gut drauf. Angel zuletzt. Mal gucken. Jetzt die letzten Tage wieder ein bisschen geschwächelt, aber... Ja gut, schwächeln kann man da nicht wirklich sagen, aber gut. Auf geht's. Schnell noch auch im Twitch-Chat voten, solange der Bot noch offen ist. Auf das Match. Wir starten da momentan so einen kleinen Test-Run. Ja, diese Vote-Bots sind richtig geil. Vor allem selbst programmieren. Also genau. Der Ed wieder gute Arbeit geleistet. Wer hat das gemacht bei euch, der Ed? Ed, ja. Mir war es der Windor. Special Ed. Der Windor hat einen schönen Bot gemacht. Oh, die Nikon sieht gut aus für die Russen. Auf geht's, Party on! Abfahrt. Virtus Pro auf der CT-Seite. LDLC auf die T-Seite. Mal schauen, tut's vielleicht im Spiel ganz gut, wenn die Franzosen hier auf der T-Seite starten müssen. Gleiche wollte ich auch gerade sagen, ja. So, außen. Dose hier außen. Ist doch aufgestellt, Apex wird jetzt auch noch über den Cap kommen, also über den jetzt. Oh, zu Ende von dem Stil. Komischen Stil da hoch zu. Ist der abgek. Nee. Ist der weggeswitcht. Der Abgang jetzt wieder runter, wie man es eigentlich jetzt immer sieht bei fast jedem Team, dass der Abgang eingenommen wird. Über Apex mit einem schönen Frack. Wer abgekackt hat? Ne, es war mein Fehler. Ich war, glaube ich, auf dem Auto-Director. Ne, ich war auf Apex, wollte eigentlich ihm zugucken und ist weggeswitcht. Ich dachte, er wäre vielleicht vom Server gedroppt. Das war das Problem. Trotzdem wieder der Aufbau gleich, wie man es bei den meisten Pro-Teams derzeit sieht. Immer schön über Abgang, da den Bereich einnehmen. Dose hat gekritzt von seinem Mate. Ja, das ist krass. Super, krass. Sehr schön. Sehr, sehr schöne Runde sehr von LDLC wieder. Sehr Fastlane von LDLC. Oh, das sieht gut aus. Franzosen legen direkt erstmal wieder vor. Und das war eine richtig gute Pistole von ihnen. Da kann man sich nicht beschweren. Schnell durchgekommen, schnell geplantet. Banks sitzen da nicht. Sehr hallelastig aufgestellt von Virtus Pro. So, und jetzt Angel und... Kutscher unten unterwegs. Das hat sich LDLC auch direkt gedacht. Spielen auch gut dagegen. Garlin kann jetzt ansagen, dass Untercat was ist. Trotzdem stehen sie noch zu dritt in der Halle. Und gegen Untercat immer vorzugehen ist extrem schwer, finde ich halt als Spieler. Aber sie machen es gut, sie boosten sich. Haben das jetzt auch eingenommen. Das kann der Rest unten nachziehen. Ah, und dann sehr gut. Kutscher Last. 2:0 LDLC. Ordentlich runtergespielt. Rede mal bitte. Hallo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Ja, stark.
Ja, alles gut. Stark, Brudi, danke. Nicht zu Dank, mein Freund. Weil gerade geschrieben wurde, dass ich sehr leise bin, aber alles beim Alten. Also sollte eigentlich alles okay sein. Gib da nochmal ganz kurzes Feedback, bitte. Hast du dann gedacht, dass ich zu laut bin? Aber eigentlich hörst du dich bei mir zum Beispiel im Voice auch genau gleich an. Ja, ist er auch so. Wie immer. So, gute Fracks gegen Angeli draußen. Wir müssen jetzt zurückziehen. So, Smoke müssen da noch kommen jetzt gleich für Abgang wieder. So, jetzt zweimal sogar, Abgang. Ne, die gehen sogar unter Cats. Sehr, sehr SF, gut. SF kann da jetzt Abgang, zumindest gegen Dozier das Duell eingehen. Und was, wie aimt er da? Okay. Kann jetzt ein Timing Pech werden. Aber jetzt wird er, ne, jetzt hat er eine gute Timing Pech werden. Da passiert ihm relativ wenig. Ja, da wird auch nicht erwartet. Boah, wer holt ihn noch? Knaller. Weggehen. Sehr, sehr gut gespielt. Wir wären beide gleich laut, wäre super, aber du wärst insgesamt nicht so laut wie sonst, wird auch gerade von Mate von mir geschrieben. Alles klar. Saved. So, jetzt noch ein bisschen lauter gemacht. Dingelingelingel. Also es wäre natürlich krass, wenn die Franzosen hier auch ein schnelles 2-0 irgendwie hinlegen können. Was wird heute alles ausgespielt? Was wird was? Was wird heute alles ausgespielt sein? Naja, das die beiden noch. Matches? Ja, ja. Okay, alles klar. Dann war der Plan morgen Halbfinale, aber das wird nicht passieren und eventuell Samstag dann Halbfinale, aber es gibt halt das Problem, Fnatic ist morgen auf der Gaming DK. Ja. Offline, von daher kann das halt morgen nicht laufen, aber Fnatic jetzt eh raus, aber wenn die Franzosen hier weiterkommen sollten, dann werden sie am Sonntag nicht spielen können. Und das Problem ist aber, NiP wiederum kann nicht mehr nach Sonntag spielen. Also, mal gucken, wie da die Termine aussehen. Nächste Woche alles voll mit EMS und dann geht's zur DreamHack. Und dann ist eigentlich nur noch der Freitag frei an Slots. Muss man mal gucken. Boah, krass, wie diese Fracks da fallen. Der Katsch aber auch auf dem falschen Bein, dass er da auch so offen mit HE steht. Boah, krasse Shots von Happy. Sehr, sehr nice. Und da halt auch, er hört halt die Steps im Schacht, ruft aber halt dann rückwärts, wird dann da doch noch gesehen und so halt der Frick. Stark vorgelegt erstmal von der LDLC, Virtus Pro muss wieder in die Eco gehen. Ja, und das ist halt immer die Problematik auf Nuke, wenn du halt wirklich als CT startest, aber nicht direkt ins Spiel kommst. Dann gibst du halt erstmal so 5, 6 T-Runden her. Und das wird dann unglaublich schwierig in der zweiten Halbzeit, das dann wieder gerade zu biegen. Aber mir gefällt der Aufbau von LDLC auch sehr gut. Sie wissen ganz klar, wo es hingeht. Sie haben das sehr gut abgesprochen, wie sie die verschiedenen Situationen und Positionen ausspielen. Dann solche Feinheiten wie diesen Cat-Boost und da auch direkt ausschießen und sowas. Also sie gehen da keine Risikos ein, sondern spielen das sehr diszipliniert und gut im Team. Und auch jetzt wird wieder alles systematisch abgeaimt. Halt alle nacheinander. Ja. Boah, schöner Frick von Kenny S. Und Dozier ist in der Main. So, das Guardian ist auch in der Main. Warum er da alleine halt dann spotten geht, Happy nicht bei ihm ist. Er kann jetzt eigentlich gar nicht legen. Er muss also wirklich erstmal alles ausschließen. Oh Gott. Um Gottes Willen. Starke Eco von Lucas. Ja. Ja, das sind halt die Frags alle einzeln passiert, jetzt auch am Ende. Also gerade wenn du nur noch zu zweit bist,
Dann musst du halt auch zu zwei bleiben, da Kenny und Happy. Bringt's nix. Am besten Rücken am Rücken laufen. Schöner Frag. In außen. Aber alle auch schon wieder eingenommen. Und die Runde ist halt auch bitter. Wenn die an LDLC geht, wird das Pro wieder Money Broke. Aber Apex ist low HP und sie wollen jetzt unbedingt erst noch den Frag, bevor sie planten gehen. Ja, und jetzt wird's langsam bitter. Kenny. Ah, das wird das Duell. Ja, gut, bitte gucken wir das. Ja. Und zu viert Halle rein. Echo bei LDLC. Ja, pushen dann nicht weiter vor. Aber Angel mit dem Frag Nummer 1. Ah. Hatten dann die Möglichkeit. Zweites schönes Ding von Kenny. Noch einer! Boah! Starke Pistole da von Kenny. Dritte Runde aber für Witches Pro. Da sind sie gut drangekommen. Bin ich mal gespannt, was sie spielen. Ob sie vielleicht direkt einen schnellen Go spielen oder ob sie wieder weiter den Aufbau spielen. Kenny auf jeden Fall mit der AWP. Auf jeden Fall wieder zu dritt schnell Vorraum einnehmen. Ob es schnell gegen Rampe geht. Ja. Ist so. Der First Track von Virtus Pro, aber der Grief Track. Und der ist als CT nicht unbedingt ein Vorteil, wenn man da 4 gegen 4 spielt. Nee. Sowieso immer irgendwie was offen. Und Apex sieht es runter. Ist der denn gefallen? Ah, im Schacht, ne? Oh, ne. Push in die Pommes, vielleicht nicht setzen und jetzt holt er ihn. Krass, ey. Fox Slam. Er wollte zu viel, hätte ich nicht gemacht. Ja, das war ja ein Halle. Also, er hat ja dick den Vorteil gehabt, aber kleines Rädchen und kriegt da sein Fahnenkreuz nicht aufs gegnerische Model. Naja, aber dass er dann nochmal rumzieht, hätte das halt so nicht geschafft und wäre weg gewesen. Gut, wenigstens die Ansage getroffen. Aber so war natürlich Worst-Case-Szenario. Wenn Katscher die Waffe durchbringt, dann kann er Fox legen. Na doch, dann hätte ja, Angel hätte dann 3-4. Guardian 3-9. Nicht so optimal. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie kaufen. Ja, das sind Russen. Erlegt. Hat sogar zwei gelegte Katscher.
So, sehr wichtige Runde jetzt für Virtus. Ansonsten Money Broke. Aber wenn LDLC die Runde holt, gewinnt man 2. Dosia. Boah. Oh, er wird so ärgern. Apex aber auch mit Problemen. Hat er sein Team gekillt? Ah, hat er sein Mate gekillt. Ja. Das heißt für ihn gar kein Geld mehr. Du wirst es ärgerlich, vor allem wenn man jetzt die Runde abgibt. Absolut. Und damit kann man sich keine AWP mehr leisten. Eieieiei. Also, da bin ich gespannt. Da werden sie ziemlich sicher eine Eco machen. Ja. Oh, das eine ist Flash. Ehrlich. Eine Flash am Start. Zwei Flashes nach E, also drei Flashes insgesamt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt über Dach vielleicht was in die Halle flashen. Ah, schöner Read. Warten sie wahrscheinlich die Smokes ab und dann gibt's ihn zum Griff. Da mit einer Klasse Smoke auf die Pommes hat er den kompletten Vorteil. Zu 5. Wichtig für die Russen, da jetzt wieder ranzukommen. Ja, vor allen Dingen als CT musst du halt irgendwie deine Pflichtrunden holen. Ja. Damit du nicht ganz untergehst. Wobei man sagen muss, dass Duke in CSGO auf jeden Fall jetzt schon ausgeglichener ist wie in 1.6 beispielsweise. Ich weiß gar nicht, wie war es in Source? Was? Wie war es in Source? War das auch eine klare City-Map? Duke? Hm. Ja. So ein interessantes Smoke von Happy, schau mal. Doch, der aimt dann ganz komisch mit der Smoke hin. Mal gespannt, wie die kommt. Geht in die Halle, oder? Was? Ja, ja. Die landet vor der Pommes. Cooles, ne? Die eine vor der Tür und dann kommt noch ein Molly. Coole Smoke. Vielleicht sollte ich sogar auf der Pommes holen. Ja, auf der Pommes macht keinen Sinn. Nee, das wäre ein Nachteil für sie. So, jetzt Guardian wieder. Achtung. So, und jetzt Guardian tot in 3. 2, 1, yes! Und Linksschacht kann er auch noch machen. Ja, Smoke jetzt verraten, aber ja. So, jetzt über die Main. Und über Schacht. Ja, Apex hat da Goldposi. Aber keine Chance. Nächste Runde LDLC. Sechs, fünf. So, Geld bei den Russen war jetzt nochmal da. Danach die Runde wird's wieder eng. Ja, für beide. Also wer jetzt die Runde verliert, der muss wahrscheinlich in die Eco. So, Tür aufgesprengt. Foxy wieder offensiv. Ja, ist geholt. Angel an der Rampe, steht da alleine, muss weg. So, Rampe komplett hergeschenkt.
Guardian, wichtiger Frag jetzt. Das ist wichtig, dass man sich irgendwie versucht, die einzelnen Frags zu ziehen, aber ja. Ich glaube, die Runde haben sie insgesamt schon aufgegeben. Das einzig Richtige. Boah, und dann kriegt er noch direkt so ein Brett. Ja, und Guardian würde gut daran tun, die AWP durchzubringen. Und dann ist es wieder so ein Mindgame, auch für Team LLC. Wo stellt er sich hin? Würde er sich außen hinstellen oder stellt er vielleicht sich sogar an so eine Pose, die man so weit nicht kennt, wie zum Beispiel, also was er nicht so weit kennt, sondern so eine Pose wie Rampe, die eigentlich selten gespielt wird, die AWP. Oder Halle direkt close, ne, irgendwo. Sehr hart, also. Sag mal, mit der AWP sich gegen die Flashes und Smokes und so wegdreht und dann noch close die Frags zu ziehen. Wer? Vor allen Dingen, weil man halt dann nur einen Frag machen kann. Also, bin ich mal gespannt, was Guardian jetzt aus der AWP rausholt. Was man übrigens wenig sieht, ist dieser Boost an der Rampe, ne? Ja, wenn er spielen kann. Du hast ja nicht so den Übervorteil. Dauert halt relativ lange. Also das ist halt, glaube ich, das größte Problem, dass halt Rampe auch einfach super schnell angespielt werden kann. So, und Guardian spielt die AWP an der Rampe. Irgendwie angedeutet habe und außen sind sie jetzt einfach mit vier Mann durch. Das heißt, die AWP ist ausgespielt. Super Shot noch. Guter Hit auf jeden Fall gegen Kenny noch. Der Headshot kassiert. Ja, und dann einzig richtige Entscheidung da. Oben hinzugehen, oben zu planten. Guardian wird wieder die AWP durchsafen. Tja, 8 T-Runden schon. Also wieder sehr, sehr starke Leistung von der LLC. Safe da durch. Ja, finde ich ziemlich wichtig, vor allen Dingen, also das ist wirklich gut. Ja, und jetzt bei LLC da. Gibt's halt wieder alles Geld aus und dann ist halt wieder für die letzte relativ schwierig fürs Geld. 8-7 wäre noch irgendwie akzeptabel, dann müssen sie auch die Pistol Round holen. Ja, also 8 Runden sind auf jeden Fall, 8 Terrorrunden ist sehr schön zu spielen, wenn danach CT drauf machen muss. Aber diesmal, die Runde sieht gut aus. Du hast ja mit 3 Stück. So, und dann ist nur noch Happy. Happy. Wird er glücklich? Jetzt habe ich ihn erst verstanden. Kein Problem. Ah, der Pick wurde gehört. Ja, das ist nicht schlimm. Schlimmer ist, wenn er jetzt Türraum rausgeht. Ja, das sind die leichtesten Übungen für Guardian. Für den Slowaken. Mach sie kaputt! So, und die Franzosen auch nochmal Geld. Wird nochmal wenigstens eine schöne letzte Runde hier in der ersten Hälfte. Apex war das Duell außen, Maniac. Spielt man da jetzt einen Rampen-Move? Nee, schießt wieder raus. Ich denke, das wird der Halle-Zugriff. Das ist immer eine späte Smoke. Wobei Apex da unten alles eingenommen hat. Maniac schiebt jetzt auch nochmal nach außen. Ja. Zusammen mit Kenny. Interessant, interessant. Mal gespannt, was sie da jetzt vorhaben. Also Apex hat unten hinter Schächte eingenommen, das heißt, sie können ihren Abgang eigentlich komfortabel runter, wenn sie außen die Kontrolle haben. Bedeutet wahrscheinlich, dass sie
Abgang kommt jetzt. Es wird alle go über Main plus Apex der Schächte hochgeht. Was? Vor allem die drei Main-Spieler erwarten sie wahrscheinlich nicht. Das ist gut, guter, also guter Ansager. Guter Call. Aber Dose wieder mit drei Frames. Wieder individueller Skill, der hier die Runde entscheidet. Beziehungsweise offen hält. Und jetzt muss man aufpassen. Ja, wenn Maniac jetzt irgendwie runterkäme, wäre das fast ja, perfekt, aber wenn sie beide runtergehen. Er hat wahrscheinlich Angst, dass unten halt schon wartet im Schacht. Oh, Main-Spieler geholt. Bombe gelegt. Ja, und alle denken, es ist oben gelegt. Das ist ja. Und jetzt Maniac. Sehr, sehr gut. Das kann man gut ausspielen, vor allem hat Katscha nur noch 12 HP. Cool. Ja. Schade. Das fällt dann direkt vom zweiten. Ja, wird durch die Schaft. Also 8-7, Halbzeitstand, LDLC trotzdem 8 T-Runden und das ist stark. Wie immer, wie gewohnt, ganz kurze Pause mit einer kleinen Werbung hier von der Fnatic Fragout League und dann sind wir zurück mit der zweiten Hälfte. My life is gaming. I've been playing games since I was a kid. I watch live streams on a regular basis and I always think to myself, I want to be that guy. I want to interact with my own fans in my own creative way. So I downloaded XSplit Broadcaster because most of my favorite streamers were using it. I thought it was going to be difficult to set up and it turns out it's really simple. I already have streaming accounts on a couple different sites, and XSplit works with all of them. I can even stream to multiple sites at the same time. When I set up my broadcast, XSplit gave me more options than anything else I've tried, like capturing my desktop, adding a webcam with chroma key, volume control, audio-video playback, even adding my game directly as a source to the software. I mean, this is awesome. Basically, anything I can see or hear on my PC can become a part of my full-screen HD stream. If you're like me and you want to start streaming, go to xsplit.com and download the software and start using it for free. Zurück, Freunde der Nacht. Weiter geht's mit LDLC gegen die Jungs von Virtus Pro. So, Virtus muss natürlich rüber jetzt auf die T-Seite. So, was hatten wir? 8 T-Runden, ne, bei LDLC. Können wir das bestätigen? Yes, das kann ich bestätigen. Nice.
So, Virtus Pro braucht noch 1-2 Sekündchen, bis es losgeht. Sack, ne? Ja. So. Ach, so haben sie es jetzt gemacht. So, schauen wir mal. LDLC konnte da eben die Pistole holen. Mal gucken, ob sie es als CT genauso können. Da wieder die Smoke. So, auch Angel wirft sie. Die landet halt quasi am Rambo. Ich weiß nicht, wie ich das genau erklären soll, an dieser Dingenswand. Ne, die geht jetzt auf Pommes die Pommes, Wand. Wirklich. Die geht jetzt genau auf die Pommes? Ja. Bin gespannt, aber warum sollten der Terror denn die Pommes smoken? Was? Ja, wahrscheinlich verworfen. Also ich glaube schon, dass sie jetzt, da vor jetzt die Tür kommen soll. Aber das Ding ist, dass jetzt das Fenster oben offen war. Das heißt, sie sieht jetzt ganz anders. Ah, interessant. Also muss ich mir nochmal genauer angucken alles. Ja, du siehst jetzt da halt gegen jetzt Spot. Fahren sie jetzt die vierte Rampe durch. Oh, kein Grund zur Panik. Kann LDLC immer noch machen. Jetzt kann ich das links checken. Links checken, rechts checken. Und sehr schön von LDLC wieder. Two und Two Situation. DevKit hat so, keine von denen, ne? Kein DevKit. Ja, einer muss jetzt halt diffusen. So, der andere ist toxic drin. Jetzt wird DevKit geholt von Kenny S. Ja. Und jetzt wissen sie eigentlich, der kann nur toxic drin sein. Ah, mein Game, schade. Wenn er die Tür zulässt. Sehr schön. Ach, doof. Also alles, was er eigentlich machen muss, ist sich vor die Tür stellen und mit E immer wieder die Tür zumachen, wenn der andere kommen will. Und dann kann er immer noch genug abfacken oder drauf schießen. Ah. Also, Pistol für Virtus. Wieder mit einer Rose da aus dem City-Boot. Oh, schöne Bückbosi, aber holt ihr nicht. Ne? Sie wollen jetzt schon unser Kit einnehmen. Ja. Und auch Maniac ist jetzt Richtung Vorraum unterwegs. Kann er jetzt ausschließen, kann jetzt ansagen, wichtig. Schon kann LDLC sich anders einstellen, aber so. Ja, das. Für LDLC eigentlich gibt es ja keine richtige Entscheidung mehr, da müssen wir halt auf ein gutes Track setzen. Das ist Maniac gegen 5, da kann er eigentlich sogar die P250 safen. Ja, krass. Oder dann noch groß machen. Bekannt. Zack, Guardian gibt ihm einfach einen 1-Klick. Ja, schön reinlaufen lassen. Hat da keinen Druck irgendwie rauszupushen. Sehr schnell, Abgang hoch. Interessante Move, ja. Apex ist mit drei Mann. Close an der Tür, Main umzuhören. So, Angel ist jetzt der einzige außen. Hat er jetzt aber auch im Augenblick den Spieler gesehen, krass, ey. Ja. Aber trotzdem kein Nachteil, weil nur einer da gekommen ist. Jetzt geht's Rampe durch.
Irgendwie spielt. Angel kommt auch zurück, riskiert da außen nicht noch mehr. Was LLC da noch draus machen kann. Ich glaube, da. Und zwei Spieler halt super low, die hätten halt kippen können. Aber hätten da auch keinen mehr. 48, 11 und 6. Was? 48, 11 und 6 HP hatten sie. Achso. Wie gesagt, das 2 low. Ärgerlich, wie das so auf Messerschneide sitzt, liegt, die Runden teilweise. Das waren ja noch 4 Spieler. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie sie mit Waffen agieren werden. NES mit ABP. Aber Richtung Halle orientiert. Interessant, interessant. Hat wahrscheinlich gedacht, dass die Anti gegen ihn spielen, quasi. Ah, kann jetzt aber wenig sehen außen. Doch, kann, glaube ich, genug sehen. Aber gute Flash, muss sich zurückziehen. Spieler sind Abgang runter und das war wichtig. Nur mal gucken. Maniac hat die Rampe bisher immer ganz gut runtergespielt. War da eigentlich immer safe. So, aber Abgang ignorieren sie ein bisschen. Happy steht im Schacht. Auch keine schlechte Position. Ja, mal gucken, also. Happy. So, machen wir jetzt, glaube ich, einen guten Fake. Dann fahren sie Rampe. Stark. Schöne Frags. Kenny, lass mich drauf. Frags mit einem Frag zumindest. Jetzt ist es nur individueller Skill, der jetzt hier Runde entscheiden kann. Aiming. Hilfe laufen und Kenny irgendwie weg. Die Runde hat mir echt gut gefallen von Bridges Pro. Ja, vor allem frühzeitig halt Abgang runter, lange Zeit gewartet. Und dann halt einen schönen Fake über die Halle gespielt. Also Happy war halt Free Frag da unten, ne? Ja. Wie du schon gesagt hast, dass die Außen auf den Abgang da nicht eingenommen haben. Das war auch alles komplett abgesprochen, die Smokes lagen perfekt. Dann kam halt wirklich die Flash so silent zum Cat, dass halt Außen auch nicht aimen darf oder kann. Und schon war der Abgang eingenommen. Ja. Dann ja. Der Fake, Rampe-Zugriff, perfekt. Also die Runde lief super gut. Jetzt kannst du ein Mausspiel da gewesen. Aber wir gehen noch verloren. Also Virtus Pro mit einem ähnlichen Start wie auch LDLC. 11-8 die Führung momentan für die Russen. Und jetzt wieder die Eco runter. Ja, über Abgang. Dreimal über Abgang. Und da wartet Angel auf ihn, auf sie. Wird er gleich gut Arbeit kriegen. Oh, gute Flash. Wahnsinn, cool. Kann den Spieler da holen, eine Waffe gesaved. 5 gegen 4 Situationen. Ja, hat gerade in die andere Richtung geschaut, Richtung Main. Er war auch blind, er war auch blind wie Sau. Ja, danach. Aber davor. Achso, ja. So, und jetzt bloß nicht überhastet spielen. Sitzen bei Virtus Pro. Ja, der Move war gut. Könnte man vielleicht sagen, so, ne? Die T-Waffen liegen ihnen deutlich besser, den Russen. AK-47. So, Achtung, Rutschgefahr auf der Treppe. So, 5-0 steht. Da waren wir vorhin auch schon mal. An der Stelle. So,
Und LLC weiß, ich brauche jetzt langsam mal eine Runde. Kenny, es ist so ein bisschen gut gespielt. Ist ja ein bisschen abgeschmuckt, aber... Ja, ich wollte sagen, der ist ein bisschen aus dem Spiel genommen, ja. Aber er holt sich trotzdem noch seine Lücke. Er findet die Lücke. Jetzt 4 gegen 3 Situationen. Das ist wichtig, dass man jetzt defensiv geht. Russen. Ja. Auf der Rampe gespottet, aber auch Halle stehen sie jetzt gut. Guardian wird von Happy dann gesehen. Jetzt kommt es wieder auf Timing an. Guardian. Die Runde gerade eigentlich gut. Zweimal bzw. dreimal durch Timing. Aber da Happy. Und Fox gegen 3, den ersten Frag hat er. Oh, da verrät er sich von Cat. Aber Maniac, gut, ja, der war hat abgelenkt. Schon hat ihn auch abgelenkt. Trotzdem müssen sie jetzt zusammen spielen. Schön. Gut. Erste Runde für die Franzosen. Das heißt, overall steht es 9 zu 13, ne? 12, nee, zu 12. Genau. Entschuldigung. Mathe Ass. Ist okay, Klaus. Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Ja. Außen wieder First Track. Ja. Da. Gut, dass ich meinen Satz eben nicht ausgeführt habe. So, und die Franzosen, wenn sie da jetzt mal ein bisschen Geldpolster haben, dann werden sie auch offensiv gehen und damit werden sie dann auch Erfolg haben. Also jetzt wäre halt wirklich ein guter Zeitpunkt, um da mal zu zweit an die Rampe zu pushen, ein bisschen noch mehr Druck auf Virtus Pro zu machen. Aber gut, dafür brauchen sie halt ein bisschen Geld. Na, jetzt fallen wir. 3 gegen 3. So, Kenny S wird abgeflasht. Guter Ace. Und eine Smoke. Aber wichtiger Pick von Epics gegen einen. Er ist doch einfach durch die Smoke durchgefahren. 21 HP. Er wird ja wissen, wie er gelegt hat. Hört er beide Steppen, aber er holt ihn weg. Gut. 12 zu 10 nur noch. Franzosen kommen wieder ran. So, jetzt Außenaufbau zu dritt. Happy in der Main und Kenny kommt von oben. Schöner Posiwechsel. So, Happy, jetzt guckst du an, wieder ganz früh ins Toxic rein. Der hat da immer Mini-Eier. Schauen, wie langsam die Russen hier spielen. Oh, krass. Unter zwei Frags. Kenny S mit dem schönen dritten. Und dann ist es von Angel und Dose jetzt wirklich nur noch individueller Skill, der da die Runde retten kann.
Ja, bei Dosia muss halt auch noch blenden gehen. Also, LDLC zeigt sich dann nicht dumm. Genau, ist gut dran getan, dass sie sich einfach null zeigen. Und Dosia jetzt allein gegen 4, alle noch 100 HP, also. 15 Sekunden. Die Runde herholt. Ja, keine Chance, gar nichts, Mann. LDLC verkürzt weiter. Dritte Runde in Folge. Spielstand 11 zu 12 aus Sicht der Franzosen. Langsam müsste auch mal eine Sparrunde kommen da bei den Russen. Aber es sieht alles noch ganz gut aus. So, jetzt endlich mal Rampe. Boah, aber Apex fällt da instant. Kenny aber sofort mit dabei als Support. Damit wissen sie eigentlich, Halle kann nicht viel sein. Dauert aber wieder sehr lange, bis man da was draus macht bei den Russen. Stehen da zu dritt im Radio, Idee fehlt, Fox mit Flash außen unterwegs. Uiuiuiui, da macht er den Rasenmäher an. Jetzt schieben sie doch nochmal zurück, Halle. Boah, das wird jetzt bitter. SF braucht jetzt eine Superpower-Runde. Sita-Füße. Kann Happy hochrufen. Wichtiger Frag, ja, noch einer krass. Von der 2 gegen 2, Fox unter Cat. Guardian, jetzt muss einer von den beiden muss gut ablenken. Dying! Krass! Da hat Kenny 0 mitgerechnet. Und dafür die Rest. Alter, krass rausgespielt von Virtus. Kein Geld bei LDLC. Ja. Wenig Geld. Super krass rausgespielt von Virtus. Alter Schwede. So, das müsste die sichere 14. Runde werden für die Russen. Und dann wird die Luft eng für die Franzosen. Für LDLC. Oh, Happy Last. Ja, 7. Runde. Ja. Alles holen für den Sieg. 5 Runden noch. Virtus Pro braucht 2 davon. LDLC braucht alle. Ja, und da haben wir Virtus Pro wirklich unterschätzt ein bisschen. Wahrscheinlich ein bisschen von der Map-Wahl geblendet worden, aber die kämpfen sich hier richtig zurück. Präsentieren sich echt in einer guten Form. So, Kenny, mal gucken, was er da jetzt wieder machen kann außen. Apex nochmal. Sie machen das Spiel nochmal breit zum Abschluss. 1 Minute noch auf der Uhr. Können sie eigentlich nichts mehr machen. Gucken, ob sie im 2 und 5 das auch irgendwie drehen können, aber prinzipiell sind sie ja ausgenockt.
Ja, jetzt Fox bekannt. Gucken, wie schnell ja, und der LDLC kommen kann. Wird sich freuen, wenn sie alle Waffen durchbringen können. Und das weiß natürlich Witches Pro auch, dass jede Waffe wehtut bei LDLC. Deshalb sie es überhaupt noch versuchen. Weil sie dafür genug auf dem Konto haben. Und er holt noch einen dritten. Und die ist jetzt Pflicht, die nächste Runde, sonst wird hier LDLC schlecht aussehen. Sehr schlecht sogar. Ja. Also es war jetzt in dem Fall wirklich eine gute Entscheidung, dann mit zwei Mann gegen fünf zu gehen, weil man halt wirklich die Waffen braucht. Ja. Kenny, ey. Woo. Richtig geschmatzt. So, und jetzt Happy, Abgang hoch. Schöne Bankster vom Silo. Mal gerade rein in die Halle. Und jetzt Happy. Hat da das Timing. Hey, macht auch kein Damage mehr bei ihm. Die Flash kommt von Fox auch wieder über das Rohr. SF blind. Der Mono droppt. Erster Pick. Zweiter Pick von SF. Das Duell jetzt, das war krass. Und jetzt Happy. Happy. Aber der ist jetzt wirklich hier der Decider vom Match. Für sein Team. Also nicht fürs Match, sondern für die Runde. Ja, für die Map, kann wirklich Map entscheidend sein. Es ist Map entscheidend auf jeden Fall. Also doch. So, 15. Ja. Runde, safe für die Russen. Und jetzt müssen wir aufs Geld schauen. Die haben alle nichts. Nur Kenny hat da gut Geld, der Rest richtig schlecht. LDLC. Drei Runden brauchen sie, dann geht's hier in die Overtime. Kenny ist außen, da kann er vielleicht ein bisschen was machen aus der Posi. Hat ihn gespottet. So ein kleiner Mini-Schnitz, dann aber zu weit vorne steht, dass er von Silo gesehen wird. Ja. Apex halt mit der Schrot, die wird jetzt mal an. Ja, und Angel gut runtergespielt. Weiß, da wird gleich einer kommen. Kenny muss da jetzt irgendwie einfach mal überfahren werden. Ist so. Tja, was willst du machen? Virtus Pro nimmt langsam nach und nach alles ein. Maniac Last. Waffen liegen da. One on two. Hat aber den Pick gemacht. Oh, ein guter Shot von Katzer. Und damit steht es 1 zu 0 overall für Virtus Pro, die damit Map Nummer 1 klar machen. Also, die Franzosen müssen hier dieser ersten Map hinterher spielen. Und weiter geht es auf die Inferno. Da sind sie auch sehr gut drauf. Aber auch Virtus Pro hat da zuletzt sehr, sehr erfolgreich gespielt. Ganz kurzer Break, dann geht's weiter.